Fluxus-Festspiele in Wiesbaden. Böse Bubenhände haben in die Plakate vor dem Konzertsaal bereits einen Kommentar geritzt. Eine Kritik zu den Festspielen neuester Musik. Man beachte, neuester. Neu klänge viel zu altmodisch. Das hier sind die Interpreten. Und es handelt sich keineswegs um Vorschusslorbeeren, die sie sich selbst spenden. Es handelt sich bereits um das erste Werk des Abends. Silentium. Das Publikum, meist Jugendliche, weiß noch nicht so recht. Muss man ernst bleiben? Darf man schmunzeln? Der Herr mit Hut ist übrigens der Initiator der Fluxus-Festivität, George Metsunas aus USA. Die musikalische Welt war lange genug im Lot, sagte er sich. Jetzt wollen wir sie mal gründlich auf den Kopf stellen. Je schräger, desto besser. Schräge Musik, sagten sich die Kameraleute, muss man mit den eigenen Waffen schlagen. Was die Dadaisten können, können wir schon lange. Die alte Musik ist zu künstlich, behaupten die Neodadaisten. Wir wollen natürlich sein. So sieht das dann in der Praxis aus. Das Publikum teilt sich in zwei Lager. Ein kleines, das Parallelen zieht zu Ionesco und Beckett. Das wesentlich größere Lager zieht aber kurzweg Parallelen zum Zirkus. Faule Tomaten flogen trotzdem nicht. Man war tolerant und hatte seinen Spaß. Von Benjamin Patterson stammen die Variationen für Kontrabass. Anno 1962 kommt ein Bassist mit Instrument und Bogen nicht mehr aus. Er braucht einen ganzen Koffer voll Requisiten. Diese Art von Kunst scheint jedenfalls nicht am Hungertuch zu nagen. Ausschnitt aus einer Komposition von Emmett Williams. Ihr Titel: Ein zweifelhaftes Lied in vier Richtungen für fünf Stimmen. You. Never. Never. No. Just. Never. You. No. Never. No. Wir hoffen, verehrte Zuschauer, dass Ihnen der tiefere Sinn dieses Opus schon nach den ersten Takten aufgegangen ist. Wenn nicht, trösten Sie sich mit einem Werk von Lamoignon, Komposition 1960, Nummer 10. Wohlgemerkt, es handelt sich um Musikfestspiele. Namjoon Paik ist zweifellos ein Virtuose auf Tusche und Papierband. Man beachte den musikalischen Hinterkopf. Nachdem man sich bereits so tief zur Erde niedergelassen hat, können wir dem Finale des Abends gefasst ins Auge sehen. Ein gutes Tier ist das Klavier, still, friedlich und bescheiden und muss dabei so mancherlei erdulden und erleiden. Wilhelm Busch scheint etwas vorausgeahnt zu haben.
Und rasend wild, das Herz erfüllt von mörderischer Freude, durchwühlt er dann, soweit er kann, des Opfers Eingeweide. Piano Activities nennt sich diese Komposition. Es war einmal ein Flügel. Sollten andere Städte eifersüchtig werden, Gemach, die Dada-Musiker gehen auf Tournee. Kopenhagen, Paris und Düsseldorf stehen auf ihrer Liste. O seliger Mozart, keine Furcht, deine Musik darf immer noch den Haupteingang benutzen.